Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Denise und ich habe Ende Mai, Anfang Juni die 10-tägige Tour Norwegens Fjorde mit der Aida Perla gemacht. Die meisten von euch haben bestimmt meine Vlogs geschaut und ihr seht, ich bin jetzt wieder zu Hause, um zum ersten Mal ein ganz neues Videoformat mit euch zu teilen. Und zwar geht es um den Kassensturz. Der ein oder andere fragt sich doch, was hat es eigentlich alles gekostet? Was kostet so eine Kreuzfahrt generell? Und ich habe zum ersten Mal wirklich jeden Cent aufgeschrieben, weiß also auch zum ersten Mal selbst wirklich ganz genau, was ich ausgegeben habe. Und ich habe eine ganz einfache PowerPoint-Präsentation gemacht, die ich jetzt einmal mit euch teile und euch wirklich alle Kosten einmal aufführe. Los geht es mit dem Reisepreis an sich und das ist wahrscheinlich auch das Interessanteste. Ich habe eine Verandakabine im Premium-Tarif gebucht und zwar die Kabine 12127. Habe mir also gezielt ausgesucht, welche Kabine ich haben möchte, denn ich wollte gerne eine Kabine in der Mitte des Schiffes haben. Die Kabine haben wir zu zweit belegt, woraus sich 2195 Euro pro Person ergeben haben. Ich sage euch ehrlich, das war kein Schnäppchen. Angereist nach Hamburg sind wir individuell. Und da sind uns dann Parkkosten entstanden am Steinwerder Parkplatz direkt vor dem Schiff. Den haben wir schon über die MyAida-App gebucht. Der hat für 10 Tage 139 Euro gekostet. Durch zwei sind das 69,50 pro Person. Für die Zeit an Bord buche ich mir immer eine Social-Media-Flat, damit ich WhatsApp und Instagram nutzen kann. Das hat mich 34,90 Euro gekostet und das rechne ich mit in den Reisepreis ein. Somit betrug der Reisepreis an sich für mich 2.299,40 Euro. Als nächstes zeige ich euch die Kosten, die ich im Wellnessbereich gelassen habe, also im Organic Spa. Wir waren für die Einfahrt in den Geiranger 3 Stunden morgens im Spa. Das hat 18 Euro pro Person gekostet. An meinem Geburtstag hatte ich die Wellness Suite für 3 Stunden reserviert. Die hat 198 Euro gekostet. Das sind dann 99 Euro pro Person. Und ich hatte eine Aloe Vera Massage für 90 Minuten, die 129 Euro gekostet hat. Somit sind das insgesamt 246 Euro, die ich im Organic Spa gelassen habe. Das nächste interessante Thema sind sicherlich die Ausflugskosten. Ich habe einen Ausflug direkt über AIDA gebucht und zwar war das der Fahrradausflug in Åndalsnes. Der ging knapp 4 Stunden und hat 65 Euro pro Person gekostet. In Geiranger habe ich schon von zu Hause aus über Fjordtours, das ist ein norwegischer Anbieter, ein Twizy für 2 Stunden gemietet. Ein Twizy, falls ihr meine Vlogs nicht gesehen habt, ist ein kleines Elektroauto. Das hat 145 Euro gekostet, durch 2 Personen geteilt waren es dann 72,50 Euro. Ebenfalls über Fjordtours habe ich für den Eidfjord einen Ausflug gebucht. Und zwar war das eine Bustour vom Hafen zum Vorringfossen-Wasserfall, zum Naturzentrum inklusive Eintritt und wieder zurück zum Hafen. Der hat 46,50 Euro pro Person gekostet. In Bergen waren wir spazieren und was ich hier mit reingerechnet habe, ist mein Ticket für die Hin- und Rückfahrt mit der Bergbahn dort. Fløibanen nennt die sich und die hat 14,40 Euro pro Person gekostet. Insgesamt habe ich somit also 198,40 Euro für meine Ausflüge bezahlt. Ein bisschen Geld habe ich außerdem an Bord in den AIDA-Shops gelassen. Und zwar einmal im Lego-Store, da habe ich 3 Schlüsselanhänger von Disney gekauft als Souvenirs, die super süß sind. Die haben 14,70 Euro gekostet. Im Travel-Store habe ich ebenfalls als Souvenir eine Stange Marlboro mitgebracht und habe mir da auch mal Süßigkeiten und 2 Getränke geholt. Da habe ich insgesamt 68,80 Euro gelassen. Das Casino zähle ich hier mal mit dazu. Dort habe ich mir Bingo-Scheine gekauft, um am Activity-Bingo teilnehmen zu können. Die haben 22 Euro gekostet. Beim Juwelier bin ich auch fündig geworden, habe mir Swarovski-Ohrringe gekauft, die im Sale waren, für 49,50 Euro. Und somit sind mir hier insgesamt Kosten von 155 Euro entstanden. Das nächste Thema ist sicherlich sehr interessant und zwar geht es um meine Bordrechnung für Getränke. Ich sag euch ehrlich, der Durchschnittsurlauber braucht sich daran nicht orientieren, denn meine Getränkerechnung ist wirklich überdurchschnittlich niedrig. Ich trinke einfach nicht so viel. Man muss dazu sagen, im Premium-Tarif hat man immer 2 Wasserflaschen mit im Zimmer und ich habe einfach auch beim Essen immer viel getrunken. Somit kam hier nicht so viel zusammen. Ich habe es euch aber einmal aufgelistet. Ich hatte 2 Eistee für je 5 Euro, ein Eiskaffee für 4,20 Euro. Ich habe 3 Bier für je 4 Euro getrunken.
eine Cola für 2,50 Euro, ein Milchshake für 4,20 Euro. Ich hatte 4 Lillet Wildberry für 6,90 Euro und ich habe mir insgesamt 10-mal ein Sprudelwasser an der Bar geholt für je 1,70 Euro. Insgesamt habe ich 12 Euro Trinkgeld gegeben und komme somit auf eine nur zweistellige Getränkerechnung und zwar von 89,50 Euro. Jetzt kommen wir dazu, was ich noch so an Land ausgegeben habe. Ich habe mir bei H&M eine neue Shorts gekauft für 12,41 Euro. Im Souvenirshop habe ich mir Socken gekauft für 10,71 Euro. Ich habe mir in jeweils zwei Supermärkten mal was zu trinken und auch mal so ein Knäckebrot gekauft für insgesamt 8,21 Euro. In der Bäckerei hatte ich eine Zimtschnecke für 4,59 Euro und bei einem Imbiss habe ich eine Krakauer im Brötchen für 7,20 Euro gegessen. Damit kommen wir insgesamt auf 43,12 Euro. Für den Überblick seht ihr hier noch meine Gesamtausgaben einmal zusammen. Ich habe also für den Reisepreis 2.299,40 Euro gezahlt. Im Organics Bar habe ich 246 Euro gelassen. Für die Ausflüge habe ich 198,40 Euro gezahlt. In den AIDA Shops habe ich 155 Euro gelassen. Meine Getränkerechnung an Bord betrug 89,50 Euro und meine Ausgaben an Land 43,12 Euro. Insgesamt habe ich also 3.030,42 Euro bezahlt. Also rund 3.000 Euro haben mich die 10 Tage Norwegen gekostet. Das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht den ein oder anderen Orientierungspunkt mitnehmen. Ich sage euch, der Reisepreis variiert wirklich immer wieder. Das, was ich da gemacht habe, war wirklich kein Schnäppchen. Das ist mir bewusst. Und teilt mir doch sehr gerne mal in den Kommentaren mit, wie ihr das so handhabt mit den Kosten im Urlaub. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Bis dann. Tschüss.